Ein herzliches Willkommen zurück zu Red Metal Cat spielt Red Dead Redemption. Ich bin der Maurice, mit dabei der Andreas. Hallo. Ja, hallo. Und ich hoffe, du weißt jetzt, wo es lang geht. Ich hoffe, nein, es sieht nicht so aus. Weil ich erstmal noch eine vermisste Sache mache. Ach, verdammt. Vergangenes Ich. Schande über dein Haupt. Und jetzt können wir diese unglaublich... es ist zumindest nicht ganz so weit weg. Ich hatte ja schon befürchtet, der Weg wäre länger. Und da weiß ich schon wieder nicht, wo ich rauskomme. Also, über die Mauer. Ja. Aber gut, es ist eigentlich auch mit der schnellste Weg, den du nehmen kannst, ne? Ja, Mann, ey. Wo bleibt denn Pferd? Das ist... ja, also, weißt du, ich find's so komisch, Assassin's Creed hat seit dem ersten Teil Pferde. Und seit dem ersten Teil stören sie sich gleich. Zwischenzeitlich kam Red Dead Redemption raus, hat gezeigt, wie man Pferde richtig umsetzt. Weil bei 1 hat das so marginal noch funktioniert, weil das halt nicht so, weiß nicht, ein Kernelement war. Aber bei ab 2 hast du gemerkt, es fühlt sich sehr veraltet an. Und die behalten es nach wie vor bei, weil Leute nach wie vor das nicht kritisieren. So, merkt ihr diese Ecke? Nämlich bei diesem Stunt, den ich gerade vollführt habe, so, das ist das Pferd das nächste Mal sterben, wo ich diese Klippe runterschlittere. Der nächste Sprung da runter wird tödlich sein. Aber was du gerade sagtest, so mit dem Reiten, das erinnert mich an Assassin's Creed 3, da fand ich das ganz schlimm. Also wenn man da durch diesen Mittelteil, durch diese Wildnis da reiten musste, bin ich an so vielen Stellen mit dem Pferd nicht zurechtgekommen. Ja, weil das nach wie vor das Pferd aus Teil 1 ist. Die haben wirklich nichts daran geändert. Das ist so und traurig. Du merkst halt richtig, so am Anfang hat es ja noch irgendwie funktioniert, weil du entweder relativ große freie Flächen hattest, wo du auch nicht so enge Kurven reiten musstest und so weiter, und das Pferd an und für sich, sag mal so, noch nicht so wichtig war. Im dritten Teil merkt man, es hat schon einen relativ großen Stellenwert bekommen, weil es auch, sag ich mal, sich durch die ganzen bewaldeten Gebiete vorzubewegen, war dann halt laufen zwar auch möglich, aber mit dem Pferd wäre es theoretisch angenehmer gewesen, hätte es sich vernünftig gesteuert. Und das Problem ist, es gibt leider auch einige Hauptmissionen, wo du wirklich sehr weite Strecken durch diesen Wald reiten musst. Und das ist die Hölle gewesen. Ich habe diese Mission so gehasst. Ja. Weißt du, ich kreide Nintendo immer sehr viel Faulheit an, aber Ubisoft ist kein Spaß. Ich hoffe ja mal, dass ein Metal Gear Solid Phantom Pain zeigen wird, dass das mit der Pferdesteuerung auch besser funktionieren kann. Da wird man ja dann so auch sagen können. Pferde. Ich finde nach wie vor, dass die Reihe weiß nicht mehr, was sie will. Großes Geschichten erzählen, schön und gut, aber seit Revenge hat Kojima irgendwie ein bisschen die Touch verloren, finde ich. Und, wobei jetzt diese Sache mit dem Reiten und so weiter, ich meine, so Cowboy-Inspirationen waren ja immer schon in Metal Gear Solid drin, also von daher. Ja, aber, es sieht halt so blöd aus. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es fühlt sich nicht nach Metal Gear an. Das ist. Wenn ich Metal Gear Solid sage, dann verbinde ich damit ein ganz spezielles Spielgefühl. Und ja, Leute, da ist Spiel drin. Für alle anderen, die was sagen, die haben es wahrscheinlich nicht selbst gespielt. Und sich nur sagen, das größte Ding wird jetzt wahrscheinlich auch einfach sein, dieses Open-World-Element. Ne? Weil du hattest vorher auch immer eine relativ klare Führung und hattest meistens abgeschlossene Gebiete in Form einer Basis, die du dann halt infiltrierst oder was weiß ich, der Öltanker und so weiter am Anfang von Teil 2. Du hattest immer ein klar abgestecktes Gebiet und 3, okay, das war vielleicht ein klein bisschen offener, aber es waren ja immer noch Schläuche durch den Wald, die du abgegangen bist, also. Ja, und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit der offenen Missionsstruktur und Fahrzeugen und so. Muss das wirklich sein in einem Metal Gear Solid? Nee, darauf hätte ich auch wirklich, das muss ich auch sagen, darauf kann ich echt gut verzichten. Ich verstehe bei wirklich vielen Spielen nicht, warum müssen die jetzt zwingend Open World sein? Also das muss nicht sein. Ich habe echt nicht dagegen, wenn's... Ich habe nie in einem Metal Gear Solid gesagt, also jetzt bräuchte ich ein Fahrzeug. Oder ein Pferd. Pferdi wird sterben.
Ich sehe es schon kommen. Oh, diesmal perfekten Sprung geschafft, der entsprechend noch Energie gerüstet hat. Ja, hast dich direkt auf die Nase gelegt. Also so, und du musst dir vorstellen, so in etwa sah das aus, als ich mir den Arm gebrochen habe. Oh. Nur, dass ich auf den Arm gelandet bin. Und ich konnte wirklich 5 Minuten nicht aufstehen, weil das so krass geschmerzt hat. Ja, das glaube ich aber auch. Also ich bin echt froh, dass mir in der Hinsicht, also ich habe mir bis jetzt glücklicherweise noch keinen Knochen gebrochen. Also das ist mir das bis ist jetzt auch mein erstes, passiert. Das ist auch leider Gottes auch mein erstes Mal gewesen. Ich wusste nicht, wie krass das schmerzen kann. Vor allem auf so lange Zeitraum. Wie gesagt, ich schluck immer noch Schmerztabletten. Das ist schon wieder 2 Wochen her. Es ist die Hölle, ganz ehrlich. Es ist heftig. Also Und jetzt. Zack! Oh nein! Nein. Komm, reanimier's. Es brennt noch, es lebt noch. Nein, die Flamme ist aus. Oh. Gott. Ja, komm. Nimm wenigstens dein Messer und verarbeite es noch. Ich wollte es, aber es wird nicht angezeigt. Ich glaube, es geht auch nicht mal im Haupt. Wie. Und da, aus Trauer habe ich mich selbst umgebracht. Oh Gott. Ja. Sondern in der Hoffnung, dass mein Pferd jetzt wieder lebt. Was es leider nicht tut. Man sieht auf der Karte ein Symbol, also irgendwas bewegt sich auf dich zu. Ich glaube, das ist wieder das untote Pferd. Ah nee, mein erstes Pferd wurde wiederbelebt in der Zwischenzeit. Mann. Na, wenigstens ist es nicht das untote Pferd, was immer rumgezickt hat. Ja. So, aber du siehst auch links schon wieder, die blaue Anzeige leert sich. Das heißt, ich muss jetzt wieder auf meinen Sprint achten. Oh nein. Und diesmal gehe ich die Ecke hier richtig an, weil noch ein Pferd von dir da ich keinen Bock drauf. Vielleicht hätte John Marston mal hier Link fragen müssen nach den kleinen Möhrchen, womit man dann das Pferd füttern kann, damit es schneller reitet. Ja. Weißt du, ich will ein Zelda für uns machen, aber ich weiß nicht welches. Bei Wind Waker habe ich das Problem, da kommt jetzt demnächst die HD-Fassung raus, das hatten wir schon mal besprochen, aber ich habe keine HDMI-Capture-Card. Ja, wobei, das heißt, wenn du bis dahin, ich meine, du kannst es ja aufheben, wenn du dann irgendwann die Capture-Box hast, was du ja zwangsläufig irgendwann aufrüsten werden musst, dann kannst du es ja immer noch dann in Betracht ziehen, dann zu machen. Ja, der Punkt ist aber, welches andere Zelda würde ich denn machen? Ocarina of Time dauert mir zu lang. Finde ich auch nicht so doll. Majora's Mask ist mir zu aufwendig. Das ist auch schwierig. Da müsste ich sehr viel Vorbereitung machen. Ja, und ich finde es auch wirklich schwer im Vergleich zu den anderen. Also ich finde, das ist mit eines der etwas... Ja, allein durch das Zeitding ist das halt so komplex irgendwie. Ja, aber ich liebe das Spiel. Ich finde es auch besser als Ocarina of Time. Ich finde es grundsätzlich auch von der Stimmung her saugeil. Also das hat den anderen, was die Stimmung angeht, noch was voraus. Aber es ist halt auch nicht das Einfachste. Es dauert ein bisschen. Das zwangsläufig auch, ja. Und in den 2D-Teilen, die Originale habe ich mir zwar mal angespielt, aber nie durchgespielt. Und A Link to the Past, das ist schon zu lange her, dass ich das gespielt habe. Da müsste ich erstmal gucken, dass ich da nochmal reinkomme. Von den Handheld-Teilen hatte ich mal den Minish Cap gespielt, den fand ich noch ganz nett, aber da kommt ja wieder die Problematik, wie willst du das denn jetzt aufnehmen? Naja. Ja, ich habe kein Gameboy mehr. Das wäre auch nur eine Anschaffung, die man sich mal überlegen könnte. Goodbye. So, jetzt. Da ist dein Pferd, okay. So, ich glaube, und nach diesem Part schaue ich nach, was ich machen muss, um die nächste Mission freizuschalten. Das müsste es eigentlich sein, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich dann noch eine Person gerettet habe. Es würde ja auch zeitlich nicht mehr in diesen Part hier reinpassen und ich denke mal, du hast jetzt nicht noch einen Part jetzt damit verbracht, jetzt Leute zu retten. Tja, wie gesagt, bezweifle ich auch ein bisschen. Ich meine, man kann ja mal... Ich meine, so lange dauert das Ganze jetzt ja auch nicht mehr. Wie viele Parts umfasst das Ganze? 33, ja, also... 10 wird Parts, langsam auch wieder Zeit, dass es weitergeht in der Hauptstory.
Ich muss nur noch mal erwähnen, ich fand das. Das zu sehen, macht mich nur nervös. Weil sehe ich ja so vieles von dem Spiel, von Leuten, die das schon angespielt haben und so. Und ich kann es echt nicht mehr erwarten. Das sind zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, knapp 20 Tage noch. Das ist zu viel. Ich bin auch sau gespannt drauf. Ah, du holst es ja auch zum Release, oder? Ja, ich habe es mir auf jeden Fall vorbestellt. Also ich werde es auch ab Release spielen und es ist eh schlimm, was ich zum Jahresende noch so alles an Spielen mir irgendwie zulegen möchte. Ich habe jetzt schon bei vielen Spielen gesagt, so ich ignoriere die erstmal, obwohl ich auch ein gewisses Grundinteresse besteht, aber ich habe mir jetzt erstmal gesagt, okay, Killer is Dead, GTA 5 und Batman ist das Einzige, was ich mir jetzt erstmal noch holen werde für die Xbox. Dann gibt es tatsächlich noch ein paar PC-Titel, die interessant sind. Von wegen, es kommt noch einiges mit DSA-Lizenz, also das schwarze Auge raus. Und ich konnte zum Beispiel dieses Dämonikon anspielen auf der Messe, was mir sehr gut gefallen hat. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr dann auch noch zugelegt werden müssen. Ist ja glücklicherweise dank PC-Spiel und dank dessen, dass ich auf der Gamescom auch einen Gutschein dafür bekommen habe, nicht ganz so teuer. Ja, und dann ist ja das Problem, PS4 kommt ja Ende November, was bedeutet, da müssen dann auch einige Titel angeschafft werden. Ja. Also Watch Dogs auf jeden Fall. Call of Duty wahrscheinlich auch, weil es dann Arbeitskollegen gibt, mit denen ich zusammen das zocken möchte und deswegen habe ich es einfach schon mal vorbestellt. Ja, ich habe mir eher das Killzone angeschaut, weil das sieht sehr, sehr gut aus. Hätte ich mir normalerweise auch direkt geholt, aber ich wollte jetzt nicht direkt zwei Shooter haben ab Start, also einer reicht mir erstmal und ich habe mich dann im Endeffekt dafür entschieden, weil ich jetzt halt einfach schon jemanden an der Hand hatte, der gesagt hatte, okay, er spielt das wirklich rauf und runter im Multiplayer, dann habe ich gesagt, ja komm, dann hole ich mir das auch, dann können wir auch mal ein, zwei Ründchen zusammen machen. Ja, und eine Runde mit John Marston sehen wir dann im nächsten Part wieder. Alles klar, bis dahin dann. Bis dann.